Oh man, Leute! Es geht weiter bei Final Fantasy 7. Danke, Jungs! Wir beten dafür, dass alles gut geht. Wir beten dafür. Instrumentenanzeige, alles in Ordnung. Shinra 26 startbereit. Motorendruck steigt. Shinra 26, 3 Minuten bis Start. Countdown läuft. Endlich. Oh, what? Was zum? Was ist los? Seht, wir haben einen Notfall. Im Antriebsbereich befindet sich immer noch ein Techniker. Was? Wer ist das kleine... verdammte Arschloch. Ich weiß nicht. Sprechanlage im Antriebsbereich aktivieren. Hey, verdammt! Welches verfickte Huren-Scheißdrecks-Arsch-gefickter Wichser ist denn noch da drin? Ich bin's! Scherer, Kapitän! Keine Sorge, macht weiter mit dem Start! Scherer? Was machst du denn immer noch da drin? Ich bin immer beunruhigt. Die Werte des Sauerstofftankes waren nicht zufriedenstellend. Du blöde kleine Schlappe! Da drin wird so heiß werden, dass von dir kein Fetzen mehr übrig bleibt, wenn wir starten. Du wirst zu einem Stückchen Kohle zusammenschmoren. Du wirst sterben. Das ist dir doch klar, oder? Das ist mir egal. Wenn ich das hier reparieren kann, wird der Start ein Erfolg. Ich bin fast fertig. Ja, Scherer meint es eigentlich nur gut. Fast fertig? Du wirst draufgehen. Seht, wir müssen mit dem Countdown anfangen. Wenn nicht, schaffen wir es nicht. Motoren starten. Hey, Moment mal! Scherer ist immer noch da drin! Was wirst du tun, Sid? Falls wir abbrechen, müssen wir bis zum nächsten Start 6 Monate warten. Verdammt, Scherer! Willst du mich zum Mörder machen? Kapitän! Scherer? Tank 7 ist in Ordnung. Wenn ich mit Tank 8 fertig bin, ist alles startbereit. Na los, Scherer, beeil dich! Du wirst sterben! 30 Sekunden bis Zündung. Countdown läuft! Sid, vergiss sie! Wir schaffen sie rechtzeitig! Was? Was soll ich? Was soll ich machen? Okay, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ja, sehr emotional. Scherer würde sogar ihr Leben für Sid eigentlich geben. 15 Sekunden bis Zündung. Innentemperatur steigt. Oh, jetzt wird's langsam knapp. Jetzt wird's langsam knapp. Oh Mann, der Mond, der Weltraum. Meine Träume. Ist das alles noch wert? Was soll ich tun? Oh, 3, 2, 1, Zündung durchführen! Verdammt! Ja, und da startet die Rakete auch schon. Ja, wie gesagt. Bom. Nur um auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzukehren. Ach du, was ist da nur passiert? Warum ist der Start missglückt? Ja, und seit diesem Tag an ist die Rakete schief. Was ist da nur passiert? Ah, und Scherer lebt immer noch, wie gesehen. Er hat den Notausschalter des Antriebs gedrückt und die Mission abgebrochen, um mein Leben zu retten. Ach so, er hat den Schalter gedrückt. Okay, er hat das also eigenhändig beendet. Okay. Daraufhin wurde das Raumfahrtprogramm beendet und der Start gestrichen. Wegen mir wurde sein Traum zerstört. Deswegen ist es okay. Mir ist egal, was der Kapitän sagt. Ich lebe nur für ihn. Okay. Scherer, hast du immer noch keinen Tee serviert? Entschuldige. Ja, die haben schon ein sehr inniges Verhältnis eigentlich. Eigentlich mag Sid seine Frau doch. Los, setzt euch hin. Oder ist meine Gastfreundschaft etwa nicht gut genug für euch? Das ist so ein richtiger Rüpel. Man sieht, Fuß auf dem Tisch, yeah, voller Checker irgendwie. Bisschen spät, was? Wo ist Rufus? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hey, hey! Lang nicht gesehen. Na, Sid, wie geht's? Palmer, die fette Sau. Na, wenn das mal nicht der fette Palmer ist. Wie lange wolltest du mich denn noch warten lassen, hä? Ja, er kommt direkt auf den Punkt. Und? Wann wird das Raumfahrtprogramm wieder gestartet? Hey, hey! Weiß ich nicht. Der Präsident ist draußen. Warum fragst du ihn nicht? So nichts zu gebrauchen, der fette Wichser. Sag nie wieder fett. Oh mein Gott, ey. Hey, hey, Tee. Kann ich auch ein bisschen haben? Mit jeder Menge Zucker und Honig und... Ach ja, vergiss das Schweineschmalz nicht. Bah. Bah.
Schweineschmalz. Ist Präsident Rufus gekommen, um anzukündigen, dass er das Raumfahrtprogramm wieder starten will? Na, ich glaube nicht. Hey, hey, kennen wir uns? Ist der Tee noch nicht fertig? Blablabla. Mit seinem Schweineschmalz, oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen nach hinten gehen, oder muss ich nach vorne? Ich weiß es nicht. Nein, wir müssen nach hinten, oder? Nö, ich muss doch nach vorne. Okay. Palmer, ey. Tess, oh Gott. Ein richtiger, schleimiger Arschkriecher. Was zum... Du hast mich für nichts und wieder nichts in Aufregung versetzt? Warum bist du dann hier? Ich möchte Tiny Broco ausleihen. Wir sind hinter Sephiroth her, aber es scheint, dass wir die falsche Richtung erwischt haben. Oh, aber jetzt glauben wir zu wissen, wohin er unterwegs ist. Wir müssen jedoch den Ozean überqueren. Deswegen wollten wir dein Flugzeug. Fick dich ins Knie! Erst das Raumschiff, dann die Rakete und jetzt auch noch Tiny Broco? Shinra hat mir das Weltall genommen. Und jetzt willst du mir auch noch den Himmel wegnehmen? Oh je, du scheinst zu vergessen, dass du ohne Shinra Inc. erst gar nicht geflogen wärst. Was? Entschuldigung. Hier lang. Okay. Ja, es scheint, dass Rufus mal wieder alles, geplant hätte und, das Raumfahrtprogramm gar nicht starten wollte. Du wolltest Tiny Broco benutzen, oder? Jo. Ich glaube, Palmer wird ihn mitnehmen. Warum redest du nicht mit ihm? Na gut, dann reden wir mal mit, Palmer. Warum muss ich das machen? Ich bin Leiter des Weltraumprogramms. Das gibt's doch gar nicht mehr. Also, was hat er eigentlich noch zu tun mit Shinra? Sag ich ja, Arschkriechen. Wir nehmen Tiny Broco. Dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß. Das Shinra-Gebäude, als der Präsident getötet wurde. Wache! Yeah, ein Bosskampf. Aber ein etwas lächerlicher, wie ich finde. Gegen den dicken Palmer. Und der hüpft hier rum wie so ein Hampelmann. Das ist so, ich weiß auch nicht. Wow. Mako-Gewehr. Naja. Naja. Kann man von ihm was klauen? Nichts. Ich werde mal Bio anwenden. Ansonsten mal Schokomok. Ja, und dann werde ich mal noch meinen Schlag einsetzen. Also, ich finde, das ist der leichteste Boss im ganzen Spiel. Echt. Oh, und sogar vergiftet. Schoko, yeah, Todesstoß. Es ist der leichteste Boss im ganzen Spiel. Ganz ehrlich. Auch wenn er mir jetzt schon knappe... Boing! Knappe 1000 HP abgezogen hat. Oder 900, sagen wir es mal so. Aber er ist so einfach. Er ist so... Ich weiß gar nicht, er hat auch gar nicht viele Hitpoints. Mal gucken, ob mein Schlag was nützt. Nein. Nicht schlimm, ich werde noch einmal Bio zaubern. Dann werde ich mit ihm mal angreifen. Ist sowieso vergiftet. Und Bounce. Mako-Gewehr. Kann man irgendwas werfen? Ah, nee, lieber noch nicht. Ich werde nochmal Bio anwenden. Und dann werde ich mal, ja, ich werde euch mal Trün vorführen. Trün. Mal sehen, was die Attacke so abzieht. Er greift nur Cloud an, habe ich so das Gefühl. Aber das macht mir nichts. Trün. Oh, schon ganz ordentlich. Bio. Was mache ich denn als nächstes? Ach, ich greife normal an. Ja. Ja, er greift immer Cloud an. Ich weiß nicht warum. Also Bio erweist sich ja als wirklich nützlich. Bam. Ich werde mich auch nicht heilen, weil es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ich werde mal Flammenwerfer einsetzen. Ah, ne. Jetzt tanzt er so behindert hier rum. Und das finde ich jetzt geil. Jetzt kommt das Flugzeug von hinten. Oha. Erstmal ist er mit etwas Glück ausgewichen. Und denkt, jetzt ist alles vorbei, ey, der fette Palmer. Und jetzt... Ah, ich finde das so geil. Vom eigenen Laster der Shinra Company überfahren. Über den Haufen gebrettert, ey. Okay. Ich finde das so klasse, ey, die Sequenz. So, wir haben Palmer in die Flucht geschlagen. Schokomog Ebene 1, plus 1, okay, Edin-Mantel erhalten. Yeah! Ich frage mich nur, wie das Flugzeug sich gerade von alleine bewegt hat.
Nein, es hebt ab! Ja, ich frag mich, wie das funktioniert, aber... Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich einen Cut machen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy 7. Bis dann, euer Lucifer.